Inmitten der Champagne liegt die Universitätsstadt Reims. Die Stadt wurde im Jahr 80 von den Kelten gegründet und stand über Jahrhunderte im Zentrum europäischer Geschichte. Zunächst Hauptstadt der römischen Provinz Belgica, dann bedrohten zuerst die Barbaren und dann das germanische Volk der Vandalen die Stadt. 451 wurde sie von den Hunnen erobert. Hier eine Ausgrabungsstätte. Am 7. Mai 1945 wurde in Reims, im damaligen Hauptquartier von General Eisenhower, die bedingungslose Kapitulation Deutschlands unterzeichnet. Ebenfalls in Reims fand 1962 das Versöhnungstreffen zwischen Charles de Gaulle und Konrad Adenauer statt. Die Kathedrale Notre-Dame gilt als eine architektonisch bedeutende gotische Kirche in Frankreich. Im 3. Jahrhundert richtete Papst Sixtus in Reims eine Diözese ein, und im 4. Jahrhundert wurde hier die erste Kirche gebaut. Nach einer Legende hatte gegen Ende des 5. Jahrhunderts der Heilige 12. und dem 19. Jahrhundert wurden hier fast alle französischen Könige gekrönt. Reims ist also eine Art nationaler Gedenkstätte der Franzosen. Im 9. Jahrhundert wurde die alte Kirche durch einen Neubau ersetzt. Nach einem Brand wurde 1211 mit dem Bau der jetzigen Kirche begonnen, der etwa 100 Jahre dauerte. Bis zum 15. Jahrhundert wurde die Kathedrale immer mehr erweitert und ergänzt.